meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssommer 2019 hier wunderschön auf meinem wunderschönen Kanal Vorproduktion XY. Heute der dritte Part. Wir fahren schnell zurück zum Hof und überlegen uns, wie wir das, was wir als nächstes machen. Problem ist nämlich, also unsere Geräte, die kümmern sich hier schon. Das ist ganz in Ordnung. Reparatur habe ich hier bei dem Fahrzeug noch nicht. Also irgendwie immer. Haben die anderen Fahrzeuge? Die haben, ah ja, hier Benutzung. Da gehen die anscheinend kaputt erst. Wir werden einfach aus und übernehmen sofort hier. Machen wir die letzten zwei Spuren nochmal alleine und dann gehen wir auf die Erntesache. Also helfen jemanden, Feld 19 wäre das hier gleich neben gegenüber. Also ist das groß? Weiß ich nicht. Also viel Geld kriegen wir nicht, also wird das nicht zu groß sein. Da können wir auch neue Maschinen kennenlernen. C. Die Maschine fahren wir gleich zu uns zurück. Und dann werden wir, wie gesagt, aushelfen. Ernten wird noch einigermaßen besser gehen als Sehen oder Grubern. Ist einfach so bei mir. Bin kein riesiger Freund davon. Wir werden aber auch einen Hängewald brauchen, deswegen. Wir bleiben aber bei den zwei Fendt hier. Fiat. Es ist interessant, einige werden vielleicht was ganz, ganz anderes benutzen. Mit den Leuten, denen ich bestimmt zusammenzahle, die werden ganz andere Sachen benutzen, werden verrückte Sachen durchnutzen, probieren. Wir werden jetzt hier erstmal unsere Fahrzeuge parken. So, und wir haben ja noch keine eigenen Fahrzeuge, deswegen entweder ernten wir, entweder düngen wir hier, wie Langbein, oder wir helfen dieser jungen Frau, fällt mir 20, aber ich würde mal sagen, wir helfen denen hier mal. Wie lange dafür gebraucht wird, steht ja nicht da. So. Ernten ist jetzt aktiv. Oh, jetzt, wir sind ja schon hier. Ach, die muss ich von dem Hof abholen. Alter, hat der große Reifen. Das hat er im letzten Part aber noch nicht. Die großen Reifen. So das Austrag und alles. Das sieht ja ganz anders aus. Ja, ich bin das nicht gewohnt mit so einem großen Ding. Lach, lach. Stand denn nicht Feld 19? Also Getreidemühle wegschaffen, ja. Und Feld 19 soll man bearbeiten. Zum Erntenfeld 19. Genau, das ist bei mir hier drüben. Mir fehlt aber eine Sache. Genau, die rundum leuchten ist ganz wichtig. Wir nehmen nämlich die ganze Straße gefühlt ein. Von innen her. Ich glaube, im letzten Part könnte man noch hier hinten durchschauen. Innenraum her, da haben wir ein Radio. Radio haben wir auch noch nicht an. Gucken wir vorn, hinten, also an der Seite dort an das Feld ran. Ich habe gedacht, die Fahrzeuge stehen bereit. Jetzt überlegt man, man muss mit dem Fahrzeug dort hochfahren. Da ist man ja froh, wenn man seine eigenen Fahrzeuge hat. Tiefladen und jetzt ab. Das ist eng hier alles. Oh, hier geht's hoch? Oder auch nicht? Ja, komm mal auf unseren Hof hier. Späte Kollision, oder? Also, wenn ich überlege, im letzten Part war Kollisionsbereich 3 Meter vorher. So, dann gucken wir mal. Andere Maschine senken, andere Maschine aufklappen. Ja, andere Maschine aufklappen. Andere Maschine senken.
senken. Okay, das läuft. Ach, das läuft hier hinten rum. Also im letzten Part war es ein kleines bisschen anders. Daran kann ich mich noch erinnern. Hier abladen, Kamera wählen. Jo, man muss das selber hier einstellen. Ist das nice. Und wie mache ich den jetzt an? Ich kann ja auch einen Helfer einstellen. Was ist für ein... Ja, ist okay, da kann ich nämlich den hier schon mal ran. Oh, ist das ein Fendt? Ist das ein Fendt? Oh. Oh Gott, durch den Zaun. Und hinterher ziehen wir... Was für ein Hänger? Feldmeier oder was? Ach, Argoliner. Hupe. Also ich finde das schon geil so. Also wir werden wahrscheinlich auch nur einmal wegfahren müssen, wahrscheinlich bei dem großen Hänger. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Oder wie teuer der ist. Das will ich schon fast ungern wissen. Mal kurz auf die Uhr. 49. 16:49 haben wir es. 15 Uhr habe ich das Spiel runtergeladen, angefangen. Oder knapp 15 Uhr. So, Feld 20 ist unser Feld 19 ist der Helfer unterwegs. Das finde ich geil, dass der Helfer läuft. Gut, der ist relativ schnell voll. Bei der Zeit können wir nämlich auch unseren Sachen nachgehen. Also zum Beispiel unseren hier wegfahren. Und uns einen Anhänger einer Zeit kaufen. Was ist denn, wenn ich Bäume zum Beispiel oder Trümmer auf dem Feld fälle? Geht das? Dann muss ich mir wirklich so ein Grundstück kaufen, was im Wald hat. Ich finde es geil. Leute, so die Kleinträger. Oh, es ist niedlich. Wir müssen noch die anderen gleich durchgucken. So, ich brauche mal etwas später. Also mit dir kann man dann den Dings holen. Ich glaube schon mal, macht sich schon mal hier. Wir müssen noch Pflanzenschutz, die Großtraktoren. Obwohl, erst müssen wir die Mitteltraktoren gucken. Case T, Stereo, Faltern, Case, JBC, John Deere. Die Kompakt haben auch noch nie durchgeguckt. Star sind die, die für die Waldarbeiten mit benutzen würden. Und Großtraktoren, jetzt kommen wir natürlich in eine ganz andere Klasse. John Deere 7R Serie, T7. 8R Serie, S Serie, der 9 Vario, der war ja letztes Mal glaube ich der größte. Oh ne, hier der Quattro, der ist auch wieder dabei. Challenger ist auch wieder dabei. Der Fendt, der 1000. Der war letztes Mal auch dabei. Der ist neu, bilde ich mal ein. Wir wollen aber gucken noch nach Anhängern. Was ist denn da das kleinste? Ein Sturmmann. 12.000. Dürfte für uns am Anfang reichen, aber ich würde am liebsten mal den hier holen. Den Fortschritt, weil der persönlich, finde ich, schön aussieht. Hat auch weniger Dings. Die kosten alle eine Stunde Unterhalt. Lieb kein... Oh, Alter. Das sind Sachen hier. Die Musik ist aus irgendeinem Grund alle. Jo, der ist blockiert, das... Weg geht's mit dir. Könnte man das erstmal abladen jetzt? Ich
Weil. Wie voll ist der? Der ist jetzt fast zur Hälfte voll. Also der fährt eigentlich zweimal hoch und runter und voll ist er. Aber wenn er schon mal so an der Seite steht, kann man den jetzt abladen. Es ist schon gut, wenn man einen Helfer hat. So, passen 10,8. Passt perfekt. Und dann fahren wir nebenbei etwas bis hoch. Und dann werden wir... Was werden wir machen? Wir können ja derzeit gar nicht machen. Weil das kann man auch nicht alleine unbedingt schaffen hier. Dieses Geräusch. Hier sind ja wirklich Einzelfrüchte zu sehen. So, jetzt ein paar Sachen auch noch aufgehoben. Und dann fahren wir wieder runter und stellen uns aus dem unten hin. Ja, nicht übers Feld fahren. Wir wissen, dass die Felder kaputt gehen. Aber das könnte böse enden für uns. Och, das blendet so geil. Man soll auch im Wetter erkennen können, wie... Also am Himmel erkennen können, wie das Wetter wird. Ach, wir wollten uns ein Hängerchen holen. Genau, das werden wir jetzt machen. Mit uns im Fiat. Man könnte sich schon teure Sachen holen, aber... Wozu? Ist die Frage. Ich liebe es lieber klein anzufangen. Die kleinen Fahrzeuge zu haben. Andere, die wollen die fetten Maschinen, die größten Dinger und die längsten am besten noch dazu. Will ich nicht. Also nicht unbedingt. Ich fange lieber klein an, mag's lieber von klein auf aufzubauen. Klar, mit 25 km/h. Wie schnell sind die anderen? So, 9% sind wir hier fertig. Okay. Oh, hier transportieren. Ja, genau, dran. Ernten. Hier kann man so vieles eigentlich gleichzeitig machen. Man kann hier schon wieder fahren lassen. Alles nebenbei laufen lassen. Das würde doch theoretisch gehen. Aber wir werden uns den Hängerchen holen. Die Musik ist vorbei. Der Part auch. Leute, ich fahre jetzt noch rüber. Würde sagen, wenn ich dann ganz Bock gefallen hat, gibt noch rum, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt er, wenn sie. Ciao, ciao.